Und deswegen, ja, schließe ich einfach mal mit dem sich am Kinn kratzenden Charakter an einem Lagerfeuer mit dem Cowboy zusammen. Diese Session mal hier, ja. Ich hoffe, der ein oder andere wird jetzt wissen, was in Secret World so passiert. Also nicht ganz. Ich meine, ich habe jetzt nicht viel vom Spiel gezeigt, muss ich fairerweise dazu sagen. Aber wenigstens so vom Konzept her, was dahinter steckt. Und wenn der eine jetzt sagt, jetzt Mensch, das ist das Spiel, worauf ich Jahrhunderte gewartet habe, dann sage ich ihm jetzt schon, man soll ein bisschen leidensfähig sein in dem Spiel, muss ich ganz fairerweise sagen. Also ich habe noch nie in meiner jetzigen, doch sehr viele Jahrzehnte andauernden Zeit, noch nie PC-Hardware zerstört. Ja. Und dieses Spiel hat es geschafft, dass ich ein Headset an die Wand geklatscht habe. Da, ja, das spricht Bände, würde ich sagen. Wie gesagt, es gibt hier Quests, so Jump-and-Run-Puzzle und so ein paar andere Ecken, wo man denkt sich, wer hat da denn programmiert? Man kommt darüber hinweg. Es gibt eine komplette Lösung für, die einem glücklicherweise sagen, wie es geht. Aber wie gesagt, wenn man darüber hinwegsehen kann, ist das ein sehr cooles Spiel, was eine sehr coole Hintergrundstory hat, mit gut vertonten Charakteren. Ja, natürlich, der Hauptcharakter hat keine Stimme. Darauf wird auch ein bisschen drüber sich lustig gemacht, auch im Spiel selber. Aber ansonsten, ja, Secret World, Jungs, ne? Vielleicht sollte ich danach mal Videos machen, auch ein bisschen von Instanzen, aber wenn man so sieht, was da los ist, oder auch von ein paar Gegenden, einfach nur mal zu zeigen, wie Landschaften so sind und was für Quests es da so gibt. Da gibt es also durchaus so ein paar hier Laufen, Machen, Tu-Quests, also auch hier so, oh, da habe ich Quests, habe ich kein Wort verloren, Mensch, ich napp. Also es gibt hier so Quests, wo es heißt, einfach hier töten ein paar Zombies, und es gibt auch durchaus Quests, wo gesagt wird, hier darfst du gar nicht schießen, Junge, lass mal die Pistole stecken, lauf mal bitte los und schleich dich wo rein. Es gibt leider keine Schleichmechanik in dem Spiel. Schade. Aber ihr könnt ja sehen, dass die Gegner auf euch zugucken gerade oder von euch weggucken. Ich meine, das ist so das Schleichen im Endeffekt. Ihr lauft schnell hinter Leuten her, damit die euch nicht sehen. Oder ihr macht irgendwo Krach, damit die da hinlaufen, damit ihr an denen vorbeischleichen, latschen könnt schnell. Das ist so diese, ich sag mal, Saboteur-Mission, wenn man so will. Wo man halt vorbeitackern muss. Die sind teilweise bitter. Aber machbar. Und dann gibt es halt noch die Rätselquests. Alter Schwede. Die Rätselquests, also diese Nachforschungsquests, die sind teilweise so, ich bin vom Hintergrund her geil gemacht, aber wie kommt man da drauf? Ernsthaft, ankommen. Welche Drogen nehmt ihr, um so Gedankengänge überhaupt zu formulieren? Ich bezeichne mich selber nicht als intelligenten Menschen, ja, also jetzt nicht wirklich sehr, ja, aber da sind Sachen bei. Ich habe das mit anderen probiert, ja, die auch einen Doktortitel haben und ähnliche krassere Sachen, auch in Physik. Und die haben sich mit Händen vor den Kopf gehalten und gesagt, was ist das denn? Ich verstehe nicht, worum es geht. Ich meine, wenn die schon doof gucken, da muss man entweder vielleicht ein totaler, krasser H.P. Lovecraft-Fan sein, vielleicht, weil er auch so ein bisschen verschobene Gedankengänge hat, oder ich habe keine Ahnung. Glücklicherweise kann man das alles nachschlagen. Ansonsten, wie gesagt, würde ich hier vollkommen bekloppt werden bei. Ein paar davon sind auch super einfach. Ein paar anderen sind so um die Ecke gedacht, dass da kein Normalsterblicher direkt drauf kommen kann. Und auch nicht nach 10 Minuten überlegen. Auch nicht nach einer Stunde überlegen. Nach einem Tag überlegen. Sondern man sagt einfach, nee, wisst ihr was, ich gucke es einfach nach. Mir ist das egal. Macht manchmal absolut Sinn. Nicht immer, ich sage immer, man sollte wenigstens mal versucht haben, die Quest so zu schaffen. Und wenn man merkt, dass es einem zu hoch ist oder dass die, keine Ahnung, was gedacht haben, dann guckt einfach nach. Tut euch den Gefallen, guckt nach. Und ja, ich glaube, das waren die Quests soweit. Da gibt es natürlich Gruppenquests und so, aber, achso, ja, Gruppenquests. Die meisten Quests sind davon ausgelegt, dass ihr die alleine macht, aber es hindert ja keiner von euch, Leute in der Gruppe zu haben, die mit euch kommen. Also wenn ihr es zusammen mit jemandem spielt, tolles Ding. Problem bei der Sache ist nur, ihr solltet keinen Tank und Heiler spielen unbedingt. Ist zwar für Instanzen toller, aber Problem ist, wenn ihr die Solo-Instanzen machen müsst, wo sagt ihr Story-Mission, dann müsstet ihr ja alleine darin zu Rande kommen. Und wenn der eine Tank ist, der sich nicht heilen kann und der andere nur heilen kann, aber nicht kämpfen kann sonst, seid ihr aufgeschmissen. Deswegen, ihr solltet immer daran überlegen, ihr müsst auch was tot kriegen. Ihr solltet was tot kriegen und müsst versuchen, am Leben zu bleiben irgendwie. Die beiden Komponenten solltet ihr nicht so weit auseinanderlassen. Dann, wenn ihr das berücksichtigt, seid ihr golden, wie man so schön sagt. Dann ist alles im grünen Bereich. Das Spiel wird euch sicherlich Spaß machen.
vor allem auch Leute, die gern geilen Hintergrund sich durchlesen oder auch anhören wollen, lege ich das Ding hier definitiv ans Herz. So, jetzt gucke ich kurz auf die Uhr und sehe, dass ich jetzt stundenlang schon aufgenommen habe. Herzliches Beileid, nein, nein, kleiner Scherz. Ich wollte gerade sagen, herzliches Beileid an alle, die jetzt so weit durchgehalten haben. Ich würde sagen, ich höre jetzt an dieser Stelle mal auf. Ne? Falls jemand Interesse hat, ich kann auch gerne dem ein paar Fragen beantworten oder Infos hier oder mal Videos noch machen, falls mehr Fragen zu einem gleichen Thema auftauchen, damit ich sagen kann, so Witz gemacht. Zum Beispiel manche Quests weiß ich jetzt schon, die werden Leute gerne auf YouTube oder anderen Seiten sich angucken wollen, weil die so kacken kompliziert sind. Aber ansonsten ist das ein tolles Spiel mit viel Action, viel Rumgeschieße, zumindest in meinem Falle, und mit teilweise fiesem schwarzem Humor, was ich auch wieder gut finde. Und vielleicht sieht man sich dann irgendwann mal hier. Ich sollte aufhören damit zu klicken, weil da ständig das Ding hier im Visier ist. So. Zack. Wie ein paar Zombies zerlegt. So, ich werde auf jeden Fall hier dann noch durchspielen, damit wir hier woanders hinkommen. Und jetzt werdet ihr sagen, warum spielst du nicht weiter jetzt direkt? Ja, das Problem ist, für Leute, die das gern spielen wollen, alles, was ich jetzt hier zeigen würde, wäre Spoiler für die. Weil sie würden ja genau das Gleiche machen müssen, wollen, tun. Und das wäre dann ein bisschen doof. Weil gerade den Plot zu weit zu verraten, halte ich in dem Spiel nicht für eine gute Idee. Man kann zwar verraten, wie man eine Quest schaffen soll, weil manche davon, wie gesagt, ein bisschen fieser sind. Aber sonst so die Story und auch so spoilermäßig, ich würde sagen, das lassen wir mal schön. Ne? Das sollt ihr vielleicht besser selber rausfinden, was da los ist und was da passiert. Weil das ist teilweise sehr cool. Achso, was ich jetzt gemacht habe. Massive Edition empfehle ich jedem, wenn das Ding nochmal on sale ist. Weil ich habe es für 15 Euro gekauft. Und mal im Ernst, für 15 Euro, wenn ihr das nochmal seht irgendwo, mitnehmen. Mitnehmen, angucken. Das wird cool sein. Sofern ihr jetzt irgendwas hier im Video gesehen habt, wo ihr sagt dann, hey, das hört sich gut an. Für 15 Euro könnt ihr da echt nichts falsch machen. Massive Edition war das halt. Die war genau 3 Euro teurer als das normale Spiel ohne den ganzen Kram. Da dachte ich mir so, nö, komm, wir nehmen ruhig für 3 Euro, nehmen wir ruhig auch hier die paar Missionspacks und die ganzen besseren Waffen und noch das Haustier und die Bonus-XP und die AP-Tränke und was da alles mit bei war. Nehmen wir ruhig das alles mit. Und für Leute, die auch nicht so lange warten wollen bis zum nächsten Sale, das Spiel kostet, glaube ich, auf Steam momentan die Massive Edition irgendwas in die 30 Euro, könnte sein. Oder 33, irgendwie so aus dem Dreh, meine ich, gesehen zu haben. Auch für die, wie gesagt, wenn die mal richtig heiß sind auf mal ein HP Lovecraft oder so ein bisschen mehr so düster und horrormäßig ein bisschen mehr alles angehaucht, dann ist das mal nicht verkehrt. Vielleicht so kurz für Leute, wo geht das Spiel danach hin? Also wir sind erst auf den Solomon Isles, wir kämpfen gegen Untote, Mutanten und alles mögliche. Danach gehen wir nach Ägypten. Ägypten mit Mumien, Untoten, Djinns und allem möglichen Kram. Wo, krasses Zeug. Und auch mal ein paar größere Insekten, wo man sagt dann, muss das sein. Keine Spinnen. Keine Panik. Es sind keine Spinnen. Und gibt es hier Spinnen? Also zumindest keine richtigen Spinnen, die nach Spinnen aussehen. Die haben zwar mehrere Beine, die Viecher manchmal, aber sonst, geht das noch. Und zuletzt kommen wir nach Transsilvanien. Leider aber nicht in die Vergangenheit, sondern in die heutige Zeit. Was hätte ich dafür Geld gegeben, wenn die gesagt hätten, oh, wir sind durch Zeitreisen zurück in Transsilvanien und wir hätten Vlad Dingenskirchen selber kennengelernt und das wäre geil geworden. Aber gut, wir sind leider in der Neuzeit hier immer. Das heißt, morgen auch Transsilvanien in der Neuzeit. Meh. Aber da treffen wir auch ziemlich viele coole Charaktere. Wobei, wir treffen dort... Stopp. Ich sollte aufhören, irgendwas zu spoilern. Stopp. Also ich drücke MK3, halt die Klappe. Sag nichts, was später im Spiel vorkommt. Okay, bedanke ich mich mal sehr herzlich fürs Zusehen. Vielleicht sehen wir uns später irgendwann nochmal, wenn ich hier nochmal vielleicht ein paar Videos zugemacht habe und Leute dazu gesagt haben, Junge, erzähl noch ein bisschen mehr, zeig mal ein bisschen was weiter hinten passiert. Jetzt nicht storytechnisch, sondern einfach spielmechanikmäßig. Oder zeig uns ein paar von den coolen Waffen, die man noch haben kann. Aber nur mal zu sehen, ob das cool ist oder ob der dann so meh wird. Ja, so, ne? Dann bin ich mal fertig, ne? Und sag mal...